schau mir die Nintendo Direct an, weil ich schon immer Nintendo-Fan bin. Erstmal der Chinese, der was über Updates sagt und was im Miiverse für Zeichnungen sind. Doch dann kommt ein anderer mit grauen Haaren, der sagt was richtig Interessantes, und zwar was über Zelda. Denn es ist so ein geiles Spiel. Zelda Wind Waker kommt in HD. Es hat somit die beste Grafik. Noch besser als Uncharted 3. Noch mal besser als dieses MW3. Das Spiel kam erst für GameCube raus. Da war es schon ziemlich geil. Auch etwas geiler als Vice City. Aber jetzt wird die Grafik nochmal besser gemacht. Es kommt für die Wii U raus und es kommt im Herbst. Wenn der Release nicht wieder verschoben wird, das wäre nämlich ganz schön blöd. Zelda Wind Waker kommt in HD, es hat somit die beste Grafik. Noch besser als Elder Scrolls 5 oder dieses Battlefield 3. Es ist so geil, es ist so gut. Es ist sehr geil, es ist sehr gut. Besser als Gran Turismo oder dieses Need for Speed. Und noch besser als Burnout oder dieses Ridge Racer. Besser als Gran Turismo oder dieses Need for Speed. Und besser als Burnout oder dieses Ridge Racer. Zelda Wind Waker kommt in HD, es hat somit die beste Grafik. Noch besser als Assassin's Creed 3 oder dieses Far Cry 3. Zelda Wind Waker kommt in HD, es hat somit die beste Grafik. Noch besser als L.A. Noire oder dieses Heavy. Zelda Wind Waker kommt in HD, es hat somit die beste Grafik. Ich bin Herodes Armloch und noch besser als Marvin Wassen.